liegen müsste. Die Zeit von Jürgen Benecke, 5:58:58. Stefano Migliorini blieb zurück, 6:06:07. Greg Herbold schafft auch die Zeit von Benecke nicht, ebenso wie Albert Eaton. Und das wirklich eindrucksvolle Studien der Art und Weise, wie John Tomek das Mountainbike beherrscht. Er spielt sich mit den Bodenwellen. Und da ist auch ein bisschen Show dabei, das liebt man.